Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Freaky Rough auf dem Kanal. Was macht ein ehemaliges Final Girl, die nur knapp ihrem Killer entgangen ist und selber schon im Knast gesessen ist, um ihr Traumata zu verarbeiten? Genau, sie nimmt einen Nachtschichtjob an der Tanke an. Und so entwickelt sich eine albtraumhafte erste Sicht, als ein Killer es auf die Tanke abgesehen hat. Ist es vielleicht der Schlitzer aus der Vergangenheit oder ein gänzlich neuer? Man weiß es nicht. Aber wenn man diesen Film sichtet, dann wird man bestimmt aufgeklärt. Der Film ist von 2018. Regie hat Patrick Reynolds geführt. Patrick, ganz komisch geschrieben, mit P-A-D-R-A-I-G. Patrick, keine Ahnung, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Mir ein ganz gänzlich unbekannter Regisseur. Laut OFDB ist das sein dritter Film von insgesamt 4 Filmen. Trailer sah schon ziemlich nice aus. Allein schon der Trailer hat mich sehr gut unterhalten. Kritiken gehen sehr stark auseinander. Da ist von ist Lebenszeit verschwendet bis hin zu der absolute Geheimtipp, alles dabei. So, hier Marumi Vision, ihr viertes Mediabook jetzt am Dissel. Hier in der Cover-Variante B. Es gibt insgesamt 2 Cover. Hier seht ihr Cover A, auch limitiert auf 222 Stück, ist das Originalplakat. Hier haben wir das Alternativplakat. Marumi Vision, muss ich sagen, habe ich auch schon ein bisschen auf Facebook geärgert, weil sie immer groß angekündigen, oh, super, duper, mega, Premium, Mediabook. Obwohl ihr zweites Mediabook, das war, glaube ich, Night Angel, ziemlich Grütze war. Und jetzt gucken wir mal, ob das wirklich hier Premium ist oder nicht. Die Folie ist schon mal Premium, ist ziemlich dick. So, und dann checken wir mal. Also, das Mediabook ist hier in matt gehalten, das Frontcover. Komplett in matt. Aber ich muss sagen, die Falz hier ist sehr schön ausgearbeitet. Sehr schön, sehr schöne Haptik hat die. Und das macht auch ein Premium Mediabook aus, dass es hier auch eine ordentliche Walz hat. Falz. Von der Dicke her ist es, denke ich mal, Standard. Trays sind nah am Spine verbaut. Man sieht es. Und dadurch lässt es sich auch kaum verwinden. In die eine Richtung ja, in die andere eher weniger. Ja, dann widmen wir uns mal dem Cover. Also Premium, Premium wäre noch, wenn hier wirklich noch mit partiellen Glanzlack gearbeitet worden ist, mit einer Prägung oder dergleichen, dann würde ich sagen, ist Premium. Aber so ist es gehobener Standard, finde ich. Mit dieser Walz hier, Falz, kann man machen. Das Cover hier um den Filmtitel in so Neonschrift mäßig. Hier unten wahrscheinlich der mutmaßliche Killer. Hier eine Frau, die gerade einen schönen Hammer abkriegt. Ja, kann man so machen. Und hier unten noch ein kleiner Schriftzug. Night shifts can be hell. Jo, Nachtschicht kann die Hölle sein. Jo, kenne ich auch bei mir auf der Arbeit. Nachtschicht, ja, kann gut verlaufen, kann aber auch die Hölle sein. Ja, ein schickes Cover, wie ich finde. Das Alternativcover, habe mich für das entschieden. Cover A ist schon ausverkauft. Hier haben wir den Spine, hier oben das Marumi Vision Logo mit der 4. 3 habe ich ausgelassen, 1 und 2 habe ich in der Sammlung. Hier der Filmtitel und hier das Blu-ray Disc und DVD Logo. Was mir hier auffällt, ist, dass der Becken ein bisschen, aber nur ein kleines Müh auf den Spine übergeht. Aber das ist, glaube ich, zu verkraften. Rückseite haben wir hier oben ein paar Szenenfotos, 8 Stück an der Zahl. Hier haben wir die Filmbeschreibung, hier oben noch ein Werbetext, hier noch ein Bild von dem ehemaligen Final Girl, denke ich. Hier unten noch
die technischen Spezifikationen. Und hier haben wir noch ein paar Werbetexte. Ja, hier der Hinweis auf Cover B, limitiert auf 220 Stück, und der Limitierungssticker. Ja, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Was ich hinten vermisse, ist ein bisschen, ich habe hier unten immer gern die Credits, damit ich weiß, wer die Effekte gemacht, wer sind die Schauspieler, wer hat Regie geführt, wer war Produzent und so weiter und so fort. Finde ich immer ganz nice. Ist auch immer wichtig für einen Filmfreak zu wissen. Dann lass uns mal reingucken. Dann zeige ich euch hier mal die Blu-ray Disc. Ist hier so bedruckt. Ist ein Ausschnitt vom Original Plakatmotiv. Und hier haben wir erstmal eine Dame, die sich irgendwie so hält. Ist auch ziemlich scharf gedruckt. Und hier haben wir die Booklet Front. Ist auch ein geiles Motiv. Ist auch, scheint auch gezeichnet zu sein. Ja, hier unten. Und der Typ ist gezeichnet. Ja, sieht auch ziemlich nice aus, wie ich finde. Wäre auch ein geiles Covermotiv gewesen, finde ich. Hätte man noch ein drittes raushauen können. Ja, dann blättern wir mal um. Und hier beginnt's. Hier auch ist so ein bisschen verrucht, so der Hintergrund. Auch hier der Text, da scheint immer so Roststellen oder so Blutstellen in dem Text vorzukommen. Das habe ich so noch oder sehr selten gesehen bei einem Mediabook. Und hier noch ein Plakatmotiv. Hier ein paar Ausschnitte, wie so eine Akte. Und hier auch, ja, der Titelsong. Ist hier sogar der Text vom Titelsong, geil. Hier noch ein großes Bild. Wahrscheinlich vom Killer. Ja, spiegelt ein bisschen. Oh, ich muss sagen, von der Aufmachung her, es ist sehr abwechslungsreiches Booklet. Der Proto-Slasher, Giallo. Ja, es soll eine Mischung aus Terrorfilm und Slasher sein. Und die Axiome so Final Girl ein bisschen durcheinander wirbeln. Ja, viele Bilder. Text ist auch einiges am Start. Hier ist eine Filmografie vom Regisseur. Da Dark Light. Gibt es auch ein Release von Ion Media, oder? Ion Media, ja, Ion Media ist es. Gibt es auch von seinem neuesten Werk eine Blu-ray und ein DVD. Hier auch nochmal ein Bild, hier das Frontcover. Und hier noch zwei Szenenfotos. Ja, der Trailer, den fand ich schon ziemlich, ziemlich geil. Hat mich auch schon ziemlich gut unterhalten. Hier der Backform Booklet. Und hier haben wir die DVD. Die ist genauso bedruckt wie die Blu-ray. Und das ist auch ziemlich schwach für ein Premium Mediabook, wie ich finde. Und dann machen wir mal den Imprint. Ist ein durchgängiges Imprint. Hier die Frau, die sich die Ohren zuhält und hier so ein bisschen in roter Farbe getaucht. Hier ein Killer, der gerade jemand in einer Badewanne ertränkt, wie es aussieht. Das Booklet ist vernäht. Man sieht es. Das ist natürlich premiumwürdig, wie ich finde. Und sonst, ja, die starken Töne von Marumi konnten nicht ganz erfüllt werden, aber von mir trotzdem einen Daumen hoch. Ein sehr gelungenes Mediabook mit einer schönen Falz. Die Verarbeitung ist gut. Standard, sagt man mal. Standard ist immer so die Dicke hier, wie auch NSM sie hat. Premium ist die Falz, dass das Booklet eingenäht ist.
Die Discs sind gleich bedruckt. Das ist natürlich, wenn man so aus dem Auge des Sammlers drauf guckt, nicht Premium. Aber sonst ein ganz gelungenes Mediabook Release. Und ich finde, kann man sich gern in den Schrank stellen. Wer es nicht gern in den Schrank stellen möchte, kann sich auch gerne an der M-Ray bedienen. Ist ein Repack, muss man dazu sagen. Ja, aber als ich den Trailer gesehen habe, habe ich den Film einfach haben müssen. Ja, dann schreibt es unten in die Kommentare, kennt ihr den Film? Weil die Meinungen sind da schon ziemlich gespalten. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Guckt gerne Filme, guckt viele Filme. Ciao, ciao.